So eine lange Folge kannst du doch gar nicht deinen Abonnenten zumuten. Ja, wir 20, schneiden 20 ein wenig. 20 Minuten später. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe Wer bin ich mit YouTubern. Heute ist das die Talkrunde vom letzten Mal U-Talk Nummer 3. Das sind einmal die Mädels von Neon Grüner Spinat, der Benny, ein Guru, und Tens von Apple Warp Pictures. Und ja, ich würde sagen, es kennt von euch jeder das Spiel Wer bin ich, oder? Gut, dann fangen wir einfach an, wie immer. Du darfst anfangen. Ich guck mal in die Kamera und mach ein bisschen Vordergrund. Irgendwas Offensichtlichen, da kommt er nie drauf. Kommt eh auf nichts. Kennt ihr diesen Kanal wenigstens? Ja, klar. Kennt ihr den ja, Kanal? Klar. Ein super Kanal. Ich kenne ihn bestimmt nicht als einziger. Voll peinlich. Also das Ding ist, wir werden wahrscheinlich wird das nicht halten, deswegen haben wir das bisher immer so gemacht, dass wir den kompletten Kopf mit Tape... Es fällt ab. Oh mein Gott! Aber... Ich hab ein Date! Du hast doch kein Date. Mit meiner Freundin, naja. Ich helf dir. Aber unsere Frisur... Was tut man nicht alles? Die Haare kriegst du trotzdem. Eins für die Kunst. Wie so ein Indianer. Was? Wie so ein Indianer. Aber jetzt sieht er nichts mehr. Das total schlecht. Klar sieht er nicht. Das ist ein großer YouTuber, der kriegt das hin. Partnerbonus. So. Partnerkräfte. Wie irgendjemand kriegt mir diese Zeug in die Haare. Das wird Tens. Worüber redet ihr? Das ist aber zu schade. Ist genehm. Was denn hat das das? Tja, das war so gerne. Oh mein Gott! Oh nein! Willkommen bei Hostel 3! Ich hab Angst! Hätte ich auch an deiner Stelle. Ich höre nur Sachen und das ist nicht schön. Also, ich fühle mich so blind. Oh mein Gott! Ich bin allergisch gegen Papier! So. Oh, das sieht wunderschön aus. Was schreibt die so lange? Da hast du dir eine Idee geklaut. Nee, leider nicht. Geht mir weh tun, oder? Du glaubst wirklich, dass ihr Kopf so klein ist, oder? Warte. Ach scheiße, das sieht man jetzt gar nicht, weil ich so... Naja. Das Wichtige ist ja, dass wir wissen. Wir wissen ja... No. So. Und jetzt, Pina, Augen immer noch zu haben. Nein, sie sieht hinein. Wow. Oh, das tat relativ weh. Sieht den Namen immer noch? Nein, oder? Kann man da durch? Aua! Ja, nee, man sieht das nicht. Man, weil das ist so nah an deinem Auge, dass du es nicht erkennen kannst. Das ist sehr schön. Alles klar bei dir, hm? Du siehst so schön aus. Dein Bart. Oh, danke schön. Ich habe mir viel Mühe gegeben für dich heute. Schaffen das so? Das hätte ich auch getan. Du bist so unkreativ, Pina. Ich bin sehr begeistert für dich. Ich finde es auch schön, dass du gekommen bist. Das hat mich sehr gefreut. Ich bin extra für dich nach Köln gezogen, deswegen. Nur für U-Talk, ja. Diese Verbindung. Über den Berg kam links. Oh, das fühlt sich echt scheiße an. Ja, das sieht so unglaublich scheiße aus. Ich probiere da hinzustehen, aber es geht nicht. Ja? Stimmt. Das kann ich schon bestätigen. Sehr gut. Es gibt ja bloß noch 120.000 andere YouTuber in Deutschland. Ich glaube, und jetzt bin ich bestimmt Aslak 5 oder so. Aslak 5 oder so. Kennst du ihn nicht? Ich kenne diese ganzen anderen Netzwerke gar nicht. Ich bin voll doof. Inkompetenz. Wie hängt er denn noch dran? Sonst kein Bandana binden? Okay, dann würde ich mal sagen, beginnen wir. Benni, du darfst anfangen, du hast auch als Erster geschrieben. Immer wenn es ja ist, dann darf ich weiterfragen und bei nein ist nicht. Dann ist der nächste dran. Okay. Das ist richtig. Bin ich ein männlicher YouTuber? Ja. Ja. Okay. Bin ich YouTube-Partner?
Ja, oder? Ja. 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 Ja, bist du, oder? Ich denke ja. schon. Ich glaube. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine... Ja, doch, ist er. Doch, oh, habe ich das jetzt offiziell öffentlich gesagt? Warte. Pfeif mal raus. habe ich mehr als 100.000 Abonnenten? Nein. Nein. Okay. Bin ich ein männlicher YouTuber? Nein. Gut. Bin ich ein männlicher YouTuber? Nein. Nein. Bin ich ein männlicher YouTuber? Ja. Na, ja. Oh mein Gott. Bin ich YouTube-Partner? Ja. Ja. Hab ich mehr als 100.000 Abonnenten? Ja. 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 Bin ich Herr Tutorial? Oh! Eine erste Runde. Wusstest du das? Bin ich männlich? Okay. Darf ich das jetzt abnehmen? Ja. Nein. Du hast es verraten. Es tut mir leid. Aber man kann sich den Gag nicht nehmen lassen. Nee, das ging einfach nicht. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ging ja schnell. Okay, dann bin ich dran. Bin Was ich wir jetzt? Okay. Russisch Roulette. Ja, bin ich männlich? Ja. Ja. Habe ich über 100.000 Abonnenten? Ja. Oh mein Gott. Bin ich eine Person? Nein. Fuck, das hätte ich anders formulieren müssen, ne? Ja, egal, du bist dran. Ach so. Stimmt. Mal sehen, nicht mehr als 100.000. Männlich. Bin... Mache ich Comedy? Ja. Ja, kann man so aus. Du versuchst es. Ich versuch's. habe ich viele Hater? Kann man nicht so sagen, was eine blöde Frage ist. Das ist eine blöde Frage. Ist völlig egal. Na gut, okay. Dann darf ich nochmal anders fragen. Oder etwas anderes fragen. Bin ich alleine vor der Kamera? Also bin ich eine Person auf diesem Kanal? Ja. Ja, das ist halt schwierig. Multiple Persönlichkeit wahrscheinlich, oder? Ja, wie jeder YouTuber. Boah, also war es jetzt ein Ja oder Nein? Bin Mach einfach eine weiter. Person. Du bist eine Person. Ich bin eine Person. Ich bin männlich, ich habe weniger als 100.000 Abonnenten. Ich probiere lustig zu sein. Ich bin nicht ich selbst. Kann ich auch passen? Ich muss erstmal drüber nachdenken. Oder irgendwas ganz Blödes stellen. Bin ich Vlogger? Ja, du bist Vlogger im gewissen Sinne schon. Warum eigentlich YouTuber, Mann? Wusstest du, dass du einen eigenen Kanal auf YouTube hast? Warte. Nee, ich passe. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch fragen sollte. Gut. Bin ich weiblich? Ja, natürlich. Ja, muss ich ja doch wohl sein. Ne? Habe ich mehr als 100.000 Abonnenten? Nein. Ah ja, okay. Bin ich weiblich? Ja, auch. Aber ich bin... Du hast ja gerade gefragt, ob du männlich bist. Ja, aber kann ja sein, dass es mehrere sind. Oder? Ach so. Also keine Ahnung. Also ich komme aus Deutschland, oder? Ja. Wir machen doch nur Deutsche, oder? Ja. Gut. Okay. Habe ich unter 100.000 Abonnenten? Nein. Das grenzt das relativ ein. Dann bin ich hier dran. Komme ich aus NRW? Eigentlich nicht, aber aktuell schon. Aktuell. Ja. Komme ich aus Düsseldorf? Nein. Bin ich ein aktiver YouTuber? Ja. Okay. Ich kenne. Wie soll man denn da näher rankommen? Habt ihr irgendwelche Fragen, die ich mir selbst stellen könnte? Nein. Das ist halt die Schwierigkeit in dem Spiel. Ja, es ist verdammt schwierig. Was gibt es denn für männliche Probleme? Vielleicht kannst du die schon mal räumlich einordnen, wo derjenige herkommt. Komme ich aus Berlin? Nein. Sehr gut. Ja, nein. Berliner NRW. Bin ich auf meinem Kanal alleine vertreten? Ja. Vorwiegend, okay. Mache ich Vlogs? Ja. Bin ich durch jemanden berühmt geworden? Schweigen. Durch Mithilfe irgendwie, oder?
Eigentlich nee. Keine wirklich. Ahnung. Nee, jedenfalls nicht. Okay. Ich komme nicht aus NRW, oder? Nein. Okay. Keine Ahnung. Warte mal, du kommst nicht aus NRW. Ja, ja. Du kommst nicht aus NRW. Gut, okay. Komme ich aus Berlin? Nein. Bin ich ein Trio? Ja. Ja. Komme ich aus Köln? Ja. Ja. Bin ich richtig? Nein. Oh, scheiße, das wäre eine falsche Frage. Arbeite ich mit einem sehr, sehr liebenswerten, korpulenteren Mann namens David zusammen, der unglaublich cool ist. Grüße Schreiber an dich. Ja, ich bin YTT. Ja. 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 Müssen wir noch weitermachen? Ja. Oh, scheiße. Komme ich aus Köln? Nein. Nein. Mann. Boah, wie kommst du mit der räumlichen Einordnung drauf? Ich dachte, das wäre was anderes. Also ich bin weiblich, ich bin eine Vloggerin und ich bin allein auf meinem Kanal vertreten. Ja. Bin ich klein und niedlich? Auf was willst du denn da hinaus? Ich weiß, worauf er hinaus will. Nee. Auch, aber ihr also ich bin nicht. Ja, nee. Aber ich würde sie darüber nicht definieren. Okay. Nein. Hab ich bunte Haare? Ja. 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 Bin ich Cold Mirror? Ja. Ja. Kommt sie nicht aus Berlin? Ja, aus Bremen. Oh. Woher kommt sie? Aus Bremen. Nee, aus Bremen. Mein Kanal gibt es erst seit diesem Jahr? Nee. Nein. Ah, shit. Ich dachte, ich weiß, wer ich bin. Ich bin nicht Kleintanne. Ja. Okay. Ich bin nicht Miss Vlog. Ja. Ja. Okay. Ich bin nicht meine Freundin mit ihrem Kanal. Ja. Ja. Okay. Das ist voll kompliziert. Ich bin nicht zufällig auch Cold Mirror. Warte mal, nein. Okay. Also ja. Ja. Ich bin nicht zufällig, aber also ja. Hängen meine Haare. Deutsche Sprache ist schwer. Ich bin nicht sexy Julia. Ja. Ja. Okay. Aber diese Durchfrage ist echt. Diese doppelte Verneinung. Ja, irgendwie muss ich mir ja einen Vorteil verschaffen. Keine Ahnung, wer gibt's denn da noch als Frau, die da rumvloggen? Komm, jetzt gewinn einfach und lass mich hier als Loser hängen. Ich hab keine Ahnung, wer ich bin. Wir können ja gleich ich weiß können es einen ja coolen ja Tipp geben. Genau. Bin ich. Hoffentlich kennst du sie überhaupt? Weiß ich gar nicht, ob sie doch, doch, er kennt sie. Also, ich bin alleine, ich bin jetzt nicht irgendwie mehrere, ne? Manchmal. Ich sag bestimmt nachher so. Ja, klar. Bin ich kleines Mariechen? Nein. Okay. Fangen wir jetzt an, Tipps zu geben? Oder? Weil wir haben einen genialen Tipp. Da haben ich könnte jetzt auch durchgehen. Bin ich nicht Dr. Erwissend? Bin ich nicht der Toypimp? Hau raus, ich sag immer ich mache immer den Buzzer. Wir ja wollen Tipps geben. Wir haben dann gib mir mal einen Tipp. Okay, wer sagt es von uns? Oh mein Gott, bin ich bei mir so? Aber das ist relativ. Wollte ich dabei Händchen halten? Nein. Darüber haben wir gestern noch geredet, aber das ist so offensichtlich, oder? Das sagen wir, wenn wir den erst herausgefunden haben. Wie wäre es denn, einfach die Stadt zu verraten? Nein, nein. Oder ist das auch schon zu offensichtlich? Die Stadt wäre schon zu offensichtlich. Die Stadt wäre genauso offensichtlich. Ja, dann frag weiter nach Städten. Ich finde ja, lokale Einordnung ist ganz wichtig. Bei dem ist lokale Einordnung sehr wichtig. Ja, du weißt doch. Was interessiert mich, wo ein blöder YouTuber wohnt? Ach Mensch. Ich habe keine Ahnung, er wohnt auf jeden Fall nicht in Köln. Er wohnt nicht in Düsseldorf. Wohnt er nicht in Düsseldorf? Das grenzt ja schon mal viele Orte in Deutschland aus. Er wohnt in Düsseldorf. Er kommen könnte. Er wohnt nicht in Hamburg. Das ist jetzt falsch. Warte, doppelte Verneinung. Also. Nein, also er ja, wohnt, ja, also er wohnt nicht, nicht, also er wohnt, nein. Also nein. Ja, er wohnt in Hamburg. Nein, ist ja, 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 ja. Gut, aber es war eine Nein-Antwort. Ja. Ich möchte wetten, dass ich diese YouTube-Person wahrscheinlich gar nicht kenne. Doch. Ja? Hundertprozentig. Hundertprozentig. So eine lange Folge kannst du doch gar nicht deinen Abonnenten zumuten. Ja, wir 20, schneiden 20 ein wenig. Minuten später. Wir arbeiten mit so Überblenden. Und einfach. Alle schon so eingeschlafen. Die Zuschauer auch schon so Kissen und Decken. Ich bin mal gespannt, wie die Zuschauer heiße Getränke. Die Zuschauerbindung so direkt nach einer Minute. Also 1%. Kein Problem.
Ich habe so keine Ahnung von deutschen YouTuberinnen. Ich bin echt schlecht. Komme ich aus Köln? Nein. Gut. Wer probiert in Hamburg lustig zu sein? Sollen wir dir jetzt den Tipp geben? Laut Abaddon probiert lustig zu sein. Tipp, er hat langes, wallendes Haar. Dann ist es ja doch laut Abaddon. Ja. Hey! Ich meine, war das denn so schwer? Es war wirklich schwer. Wir können das jetzt schon mehr, also wir können das jetzt noch 30 Minuten lang probieren, bevor ihr den anschaut. Wir haben vorhin über sie geredet. Wir haben vorhin über sie geredet. Ja. Gerade eben sogar. Gerade eben sogar. Wir haben gerade eben über sie und geredet. Aktuell hat sie so grüne Strähnchen in den Haaren, glaube ich. Ne? Genau. Ah! Er leitet und auf. Sie kommt aus Berlin. Und sie macht super geile Filme. Boah, sollen wir das mal ach, Vegas? Ja, Vegas. Scheiße! Ja, Vegas, sorry. Ich hätte fragen sollen, habe ich was mit Ponys zu tun? Mit kleinen rosa Ponys, dann wäre ich wahrscheinlich drauf gekommen. Ja, dann war das jetzt auch schon wieder eine aber Runde. Aber die ist doch klein und niedlich, die Vegas. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe ja als Einziger was gesagt. Ich hätte jetzt Nein gesagt. Also ich meine, man definiert es nicht darüber, das ist klar, aber trotzdem. Naja. Wie wärst du denn drauf gekommen, wenn du das jetzt gewusst hättest? Nee. Ich versuch nur, mich rauszureden, ich bin ganz ehrlich. Ich meine, letztes Mal habe ich verloren, jetzt bist du's. Ja. Egal, also das war jetzt wieder eine Folge Wer bin ich mit YouTubern. Wie hat's euch gefallen? Gut, wir haben verloren. Das mit den Haaren tut echt weh. Ja, das war wir haben ja. Haare. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie man das vielleicht besser machen könnte, ohne uns halb mit Klebern Nagelpistole. Tacker. Oder direkt mit Edding auf die Stirn. Oder wir legen die Zeit umgedreht auf den Tisch vor uns. Heißkleber habt ihr gerade schon gesagt? Oder Namensschild? Heißkleber. Tätowieren. Pflaster. Tätowieren ist eine unglaublich gute Idee. In die Haut ritzen. Branding. Oder warum nicht gleich auf das Kreppband schreiben und das Kreppband hinkleben? Hält ja trotzdem nicht, aber vorhin am Mund. Aber mit Panzertape. Panzerband, das ist ein Panzerband. Aber ein Panzertape, das wollen uns Leute immer mitkriegen. Das ist ja komisch. Gut, okay. Bevor wir jetzt hier weiter abschweifen. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder was auch immer. Bis dann. Tschüss.